Der Lockdown ist eine katastrophale Fehleinschätzung und diese Aussage stammt nicht von mir, sondern von einem deutschen Amtsgericht. Und damit möchte ich auch gleich mal in dieses Video starten. Ich habe das Urteil dieses Amtsgerichtes Weimar vom 11. Januar hier vorliegen und natürlich gibt es einen Link, wo ihr euch das dann in der Beschreibung selber nochmal anklicken und durchlesen könnt. Ja, das ist das ganze Urteil hier. Ich habe mir hier sehr viele bunte Zettel hineingemacht und also ich fange mal an, Tenor, mit dem dieses Urteil dann losgeht, ist vorweg, am 24. April 2020 hat ein Betroffener in den Abendstunden, das war der erste Lockdown damals, sich mit 7 weiteren Personen in Hinterhof getroffen. Dann wurden sie von der Polizei erwischt und haben alle 8 ein Bußgeld bekommen. Und derjenige, der jetzt in Weimar auf dem Amtsgericht gegen das Bußgeld geklagt hat, hat jetzt Recht bekommen. Tenor, der Betroffene wird vom Bußgeld freigesprochen. Die Kosten und notwendigen Auslagen des Betroffenen hat die Staatskasse zu tragen. Ja, zu weit vorweg, aber was jetzt dieser Richter dann alles hier in seine Urteilsbegründung mit hineingeschrieben hat, das ist teilweise faszinierend, das ist teilweise aber auch erschütternd. Ich fange hier einfach mal so ein paar Sachen an hier. Also Thüringer SARS-CoV-2-Maßnahmen sind aus formellen Gründen verfassungswidrig, da sie tief in die Grundrechte eingreifenden Regelungen von der gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage nicht gedeckt waren. Ein allgemeines Kontaktverbot stellt zumindest die Frage der Betroffenheit, der Menschenwürdegarantie muss an dieser Stelle zurückgestellt werden. Einen schweren Eingriff, ich wiederhole das, nochmal diesen Satz. Also wir haben hier stehen, ein allgemeines Kontaktverbot stellt einen schweren Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit dar. Darüber hinaus aber auch die Versammlungsfreiheit, Vereinigungsfreiheit, Religionsfreiheit, Berufsfreiheit und Kunstfreiheit. Also all diese Freiheitsrechte sind im Kern betroffen. Hier hat er zum Beispiel noch geschrieben, der Richter, Einschritt des Kontaktverbotes, durch die verschiedenen Corona-Verordnungen der einzelnen Länder ist jedenfalls im Grundsatz nicht den Anforderungen der Wesentlichkeitsdoktrin genügt. Also das ist schon ganz, ganz harter Tobak. Hier zum Beispiel bereits im Jahr 2013, treue Leser und treue Zuschauer meiner Videos wissen natürlich, dass ich das vor Monaten schon gebracht habe. Und zwar hat im Jahr 2013 hat der Bundestag und der Mitarbeiter des RKI-Instituts eine Risikoanalyse zu einer Pandemie, interessanterweise mit einem Coronavirus, gemacht. Habt ihr damals auch den Link dafür bekommen. Da schreibt hier der Richter, dass diese Pandemie in diesem Modell mit 7,5 Millionen Toten in Deutschland in einem Zeitraum von 3 Jahren beschrieben wurde und entsprechende Maßnahmen in einer solchen Pandemie diskutiert wurden. Und selbst in diesen Maßnahmen, die dort empfohlen wurden vom RKI für den Deutschen Bundestag, waren diese Einschränkungsrechte nicht vorgesehen. Ja, die Einschätzung der veröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts lautet, jetzt wird's wieder interessant, weil auch das habt ihr bereits in früheren Videos bekommen. Der Höhepunkt der Covid-19-Neuerkrankungen war bereits bei dieser ersten Lockdown-Welle im März und April 2020 am 18.03.2020 erreicht. Bringt man dann noch die laut RKI-Institut durchschnittliche Inkubationszeit von 5 Tagen in Abzug, ergibt sich der Höhepunkt der Neuinfektionen in der ersten Corona-Welle der 13. März 2020. Der Zeitpunkt des ersten Lockdowns war aber der 22. März 2020. Ja, das ist ganz interessant, weil das ja immer auch ein bisschen bestritten wurde und bekämpft wurde. Also damit ist es amtlich festgestellt, der erste Lockdown wurde eingeführt zu einem Zeitpunkt, als die erste Welle bereits massiv am Abklingen war, auch ohne Lockdown. Ja, die Sterbestatistik steht auch im Urteil drin. Die Sterbestatistik unterstützt den gesamten Befund, denn laut Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes starben im ersten Halbjahr 2020 weniger Menschen. Ja, und die Zahlen vom Deutschen Statistischen Bundesamt sind hier eindeutig. Im ersten Halbjahr 2020 starben 484.000 Menschen und im ersten Halbjahr 2019 waren es nur 479.000 Menschen, also eine Untersterblichkeit in der ersten großen Corona-Welle.
Dann steht hier im Urteil, die Letalität beträgt nach einer Metastudie des Medizinwissenschaftlers und Statistikers John Ioannidis, einer der meistzitiertesten Wissenschaftler der Welt, im Oktober in einem Bulletin der WHO veröffentlicht, bei 0,27%. Ja, also das ist sehr, sehr interessant, was hier in diesem Urteil ist. Es besteht kein Zweifel, dass ein allgemeines Kontaktverbot ein bisher absolutes Tabu dargestellt hat, das nun verletzt wurde und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter nach hinten, weil jetzt wird es nochmal hier interessant. Und zwar gegen Ende hier des Urteils steht nun, jetzt wird es wirklich interessant. Inzwischen gibt es mehrere wissenschaftliche Studien, die zum Ergebnis kommen, dass die in der Corona-Pandemie in verschiedenen Ländern, Achtung, jetzt ist wichtig, dass die in der Corona-Pandemie in verschiedenen Ländern weltweit angeordneten Lockdowns nicht mit einer signifikanten Verringerung von Erkrankungs- und Todeszahlen verbunden waren. Zwischen der Schwere und Dauer der Lockdowns und der Zahl der Covid-19-Todesfälle, zwischen Grenzschließungen und Covid-19-Todesfällen und zwischen durchgeführten Massentests und Covid-19-Todesfällen konnte dagegen keinerlei Korrelation festgestellt werden, und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir auf den neuesten Lockdown, der Anfang Februar gestartet wurde. Und auch da hat der Richter nochmal was reingeschrieben, aufgrund neuester Studien, unter anderem von John Ioannidis, einem der führenden Wissenschaftler weltweit. Auch der im November zunächst für einen Monat als Wellenbrecher Lockdown angeordnete und inzwischen schon zweimal verlängerte Lockdown erbringt offensichtlich noch einmal den Beweis, dass sich mit Lockdowns den Infektionsgeschehen und insbesondere die Zahl der tödlich verlaufenden Fälle nicht signifikant beeinflusst werden kann. Darüber hinaus hat das Gericht festgestellt, dass weitere Kollateralschäden hinzugekommen sind, bei diesem ersten Lockdown wohlgemerkt, als da werden Gewinneinbußen und Verluste von Unternehmen, Lohn- und Gehaltseinbußen für Arbeitnehmer durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, Konkurse und Existenzvernichtungen, die Zunahme nachweislich häuslicher Gewalt gegen Kinder und Frauen, die massive Zunahme von Depressionen infolge sozialer Isolation, Angstpsychosen, Angststörungen infolge von Corona, andere psychische Störungen, dramatische Zunahme von Suiziden, also von Selbstmorden infolge von Arbeitslosigkeit oder Insolvenz, gesundheitliche Beeinträchtigungen infolge von Bewegungsmangel, Unterlassung von Operationen und stationären Behandlungen und so weiter und so fort. Also das geht hier ewig weiter in diesem Gerichtsurteil. Und das bestätigt die vielen Videos, die wir bereits gemacht haben. Und deshalb der Lockdown. Damit kommen wir zum Schluss. Ich lese das Schlussfazit des Gerichtsurteils vor. Nach dem Gesagten kann kein Zweifel daran bestehen, dass allein die Zahl der Todesfälle, die auf die Maßnahmen der Lockdown-Politik zurückzuführen sind, die Zahl der verhinderten Todesfälle um ein Vielfaches übersteigt. Das heißt, die Kollateralschäden, die Todesfälle durch den Lockdown übersteigen die Verringerung der Todesfälle um ein Vielfaches. Und dann steht hier noch, bei der von der Landesregierung im Frühjahr, Klammer auf, und jetzt erneut, Klammer zu, erfolgten Politik des Lockdowns, deren wesentlicher Bestandteil das allgemeine Kontaktverbot war und ist, handelt es sich um eine katastrophale politische Fehleinschätzung mit dramatischen Konsequenzen für nahezu alle Lebensbereiche der Menschen, für die Gesellschaft, für den Staat und für die Länder des goldenen Südens. Ja, und natürlich habe ich mir dann die Mühe gemacht und habe diese Stanford-Studie von John Ioannidis und einigen weiteren führenden Forschern gleich herausgesucht. Die kam jetzt am 11. Januar neu heraus und die Überschrift lautet: Kein Nutzen durch Lockdowns, aber die Risiken sind enorm. John Ioannidis ist, wie gesagt, einer der führenden Wissenschaftler weltweit. Ja, und diese neue Arbeit hat nun auch ein Fazit von WHO-Spezialisten nach sich gezogen, demzufolge etwas veröffentlicht wurde, was man in Deutschland gar nicht hören will, nämlich die Lockdowns haben versagt. Dabei haben Ioannidis und seine Forscherkollegen 10 Länder untersucht: England, Frankreich, Deutschland, Iran, Italien, Holland, Spanien, Südkorea, Schweden und die USA. Besonders heikel ist das Ergebnis dieser Studie im Hinblick auf ältere Menschen.
mit deren Wohlergehen ja in Deutschland der Lockdown begründet wurde, der zweite jetzt im November. Und hier heißt es in der Arbeit, die empirischen Daten zu den Merkmalen der Todesfälle in der späteren Welle vor der Einführung von noch strengeren Maßnahmen im Vergleich zur ersten Welle, das heißt also damals März, April, zeigen, dass der Anteil der Covid-19-Todesfälle in Pflegeheimen, jetzt kommt's, unter strengeren Maßnahmen, ich kann es auch nicht glauben, weil das ist das Ergebnis der Studie, häufig höher war als unter weniger restriktiven Maßnahmen. Dies deutet ferner darauf hin, dass restriktive Maßnahmen den Schutzbedürftiger Bevölkerungsgruppen eindeutig nicht immer gewährleisten. Wie gesagt, ich harter Tobak, ist auch nicht von mir, ich muss darüber erstmal nachdenken, aber ich habe das einfach mal hier eruiert und wollte es euch einfach vorstellen. Ist schon dramatisch. Dramatisch ist übrigens auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Suizidversuchen, ist nämlich dramatisch gestiegen in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, weltweit. Zum Beispiel hat die Dachorganisation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen festgestellt, dass die Therapien seit Sommer um 46% im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben. Man hat festgestellt, dass in Japan im Oktober 70% höhere Selbstmordquoten herrschten als ein Jahr zuvor und in den anderen Vergleichsjahren. Und in der Schweiz ist die Zahl von Kindern und Jugendlichen, die psychische Probleme haben und einen Suizidversuch machen, ebenfalls dramatisch gestiegen. Ja, mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Fachleute, und sogar auch einige Medien, die mittlerweile doch ein paar andere Informationen veröffentlichen. Zum Beispiel der Top-Virologe Professor Dr. Klaus Stöhr. Das ist ein Fachmann, ein Virologe und Epidemiologe, der unter anderem auch in Armin Laschets Expertenteam für NRW sitzt. Übrigens auch wie Professor Dr. Hendrik Streeck. Ja, und erzählt zu den erfahrensten und anerkanntesten Seuchenexperten der Welt. Er hat zum Beispiel auch das komplette Influenza-Programm der WHO geleitet und koordinierte die WHO-Forschung zu den SARS-Viren. Ja, und das Interessante ist, dieser Professor Klaus Stöhr, der wie Hendrik Streeck eine etwas andere Meinung als Merkel und andere Regierungsmitglieder haben, wollte zum Beispiel nicht bei den Beratungen vor dem letzten Lockdown in den Expertenrat einbezogen. Dann fand ich interessant, ein Journalist namens Boris Reitschuster ist immer regelmäßig bei der Bundespressekonferenz dabei und dann hat er ihn dann dort gefragt, auf welcher Grundlage und so weiter, also hat den Sprecher Seibert gefragt, auf welcher Grundlage denn die Maßnahmen des Corona-Lockdowns des zweiten jetzt getroffen wurden. Und welche Zahlenwerte, welche Studien, wissenschaftlichen Hintergründe die Grundlage bilden. Und Seibert, der Sprecher der Bundesregierung, sagt tatsächlich, wortwörtlich zitiere, wir haben nicht wirklich das präzise Bild, wo wir in dieser Pandemie stehen. Jetzt muss ich sagen, wie bitte? 83 Millionen Menschen werden komplett und massiv von Bund und Ländern mit massivsten Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte belegt. Firmen werden an die Wand gefahren. Wir werden eine Pleitewelle erleben, wie wir es noch niemals hatten zuvor in der Geschichte von der Bundesrepublik Deutschland. Aber es gibt noch kein präzises Bild, wo wir in der Pandemie stehen. Einfach nicht nachvollziehbar. Kommen wir zu Zahlen, Daten, Fakten. Franz Josef Strauß, Gott hab ihn selig, der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, hat mal gesagt, traue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hat. Und ich fand ein schönes Beispiel von ihm, er war ja Jäger gewesen, wenn du auf dem Hochstand sitzt und einmal am Reh links vorbeischießt und beim zweiten Mal am Reh rechts vorbeischießt, dann hast du statistisch gesehen genau die Mitte, also das Reh, getroffen. Ja, und jetzt habe ich mal ein paar Zahlen hier mitgebracht, und zwar Statistiken. Und Statistiken können ja immer so oder so ausgelegt werden. Es gibt den Kontext oder den Kontext. Ist ja mega interessant. Nehmen wir mal eine Zahl, nämlich die Intensivbetten, die belegten Intensivbetten und die noch freien Intensivbetten. Und in den letzten Monaten seit Oktober hatten wir ja immer wieder und immer wieder von den Politikern und auch verbreitet über die Medien dann, haben wir immer wieder die Information bekommen,
Wir haben massivste Auslastung der Intensivbetten. Es ist eine Überbelastung. Wir werden bald zu einer Triage kommen. Das heißt, muss entschieden werden, wer kann noch behandelt werden und wer nicht. Und so weiter und so fort. Und das war ja die Hauptgrundlage für den Lockdown Light ab Anfang November. Und dann vor allen Dingen auch für den harten Lockdown Mitte Januar. So, jetzt habe ich hier mal die aktuellen Zahlen mitgebracht. Ich gehe mal zurück zu dem 10. September. 10. September war die Welt in Ordnung, das war heile Welt. Die meisten haben geglaubt, Corona sei komplett besiegt. So hatten wir gedacht. Damals waren 22.048 Intensivbetten belegt. Wir machen einen Sprung 3 Monate zum 14. Dezember. Das habe ich schon mal veröffentlicht. Da waren dann nur noch, komischerweise, 22.020 Intensivbetten belegt. Und jetzt auf dem absoluten Höhepunkt der Corona-Krise, so wird es uns zumindest dargestellt und verkauft, aktuelle Zahlen, 24. Januar, also brandfrisch. Und die Quelle bekommst du wie immer als Link, nämlich das Divi-Intensivregister des RKIs. Am 24. Januar hatten wir 22.067 belegte Intensivbetten. Das heißt, von 10. September bis 24. Januar hat die Anzahl der belegten Intensivbetten in ganz Deutschland gerade mal um 19 zugenommen. Das ist ein Zuwachs von 0,09%. So, jetzt ist die Frage, was sagen die Mächtigen? Die Mächtigen sagen, die Intensivbetten sind überfüllt. Wer sind die Mächtigen? Nun, früher waren die Mächtigen die Adligen, die Reichen und die Kirche. Und diese haben gesagt, was ist richtig, was ist falsch. Haben die gesagt, die Sonne dreht sich um die Erde, dann war das richtig, alles andere war falsch. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Adlige haben in der Regel nicht mehr so viel zu sagen, Reiche schon noch über Umwege, aber wir haben jetzt die Kaste der Politiker, die mächtig sind und was zu sagen haben. Und wir haben mittlerweile die Medien, die die Meinungen der Mächtigen und das Volk bringen. Vor noch nicht allzu langer Zeit, nämlich vor einem Jahr und früher, war das noch ein bisschen anders. Da haben die Medien den Mächtigen aufs Maul geschaut und haben durchaus den Finger in die Wunde gesteckt. Seit Corona ausgebrochen ist, hat man das Gefühl, dass viele Medien diesen Mächtigen, den Politikern und den Experten, die hinter den Politikern stehen, nach dem Mund reden. Also was sagen die Mächtigen? Die Intensivbetten werden knapp, die Intensivbetten sind ausgelastet, wir sind überbelegt, wir müssen drastische Maßnahmen ergreifen. So, wer es übrigens nicht glaubt, hier habe ich das Ganze hier, aber ihr habt es in den Unterlagen als Link. Ihr könnt einfach anklicken und habt dann das Divi-Intensivregister. So, jetzt kommt eine Einblendung von Helios Gesundheit. Helios ist eine private Krankenhauskette mit 89 Kliniken. Und du siehst hier in der Einblendung du siehst oben diese gestrichelte Linie, die also ständig in Wellen schwankt, die gemittelte Fallzahl, also Intensivbetten, liegende Fälle des Vorjahreszeitraums. Und wir haben darunter dann in grün die aktuellen Werte. Das Ganze eben seit Anfang November bis Mitte Januar. Und wenn du jetzt mal nach rechts gehst, dann wirst du feststellen, dass die Anzahl der freien Betten ständig zunimmt und jetzt hier seit dem 3. Januar auf einem neuen Höchststand ist. Das heißt, wir haben weitaus mehr freie Betten in den Helios-Kliniken als in den Wochen, in den Monaten zuvor. Ja, dann möchte ich euch eine zweite Grafik als Einblendung zeigen, und zwar jetzt hier das Divi-Intensivregister, und zwar vom 1. April bis zum 1. Januar. Ich habe das schon ein paar Mal gezeigt, aber ich möchte euch gleich noch eine neue Information dazu geben, also bitte unbedingt weiter anschauen. Nämlich, wir haben hier unten im Dunkelblau, das ist die Anzahl der belegten Intensivbetten. Wenn wir uns das anschauen, hat sich seit 1. Juli kaum verändert. Die Zahlen habe ich ja gerade gegeben, also wir haben nicht mehr belegte Intensivbetten als vor. Aber darüber haben wir dann in Hellblau, haben wir eine Zahl, die seit August dann massiv abnimmt, und zwar die Anzahl der freien Betten, und darüber etwa ab dem 10. August dann in hellgrün die Anzahl der Notfallreserve, und du siehst, die bleibt immer gleich. So, und jetzt ist die Frage natürlich erlaubt, warum nimmt denn die Anzahl der Betten ab? Ein Grund habe ich schon beim letzten Video genannt. Es wurden seit 1. August 20 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, und das wusste ich gar nicht, so, das ist eine neue Information. Ich lese euch mal vor,
Und zwar, die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen warnt vor Versorgungsengpässen von Corona-Patienten. Und zwar, Achtung, weil das System, das neue System, das am 1. August 2020 eingeführt wurde, nennt das System der Freihaltepauschalen ein Problem verursacht hat. Und zwar, die Krankenhäuser bekommen für jedes Notfallbett, Intensivbett, dass sie für eventuelle Corona-Patienten freihalten, eine Pauschale. Aber, jetzt kommt eben die Information, diese Pauschale, Achtung, gibt es nur, wenn mindestens 75% aller Intensivbetten an diesem Krankenhaus schon belegt sind. Das heißt, als Beispiel, wenn nur 70% oder 65% belegt sind und diese Klinik hält einige Dutzend Betten für eventuelle Corona-Fälle frei, bekommt das Krankenhaus keinen Pfennig, also keinen Cent. Wenn aber die 75% mindestens erreicht sind oder mehr, das heißt, wenn also die Anzahl der Intensivbetten gut belegt ist, dann gibt es für jedes Bett, das für Corona-Patienten freigehalten wird, eine schöne, dicke, fette Pauschale. Und das ist einer der wesentlichen Gründe. Das heißt, die Krankenhäuser, wenn die merken, wir haben ein paar Betten mehr, die frei sind, Intensivbetten, dann werden die nach unten gefahren. Sie werden quasi abgebaut, es wird eingemottet, das Equipment, damit man seine Pauschale bekommt. Und im Fall der Fälle, wenn man dann mehr Betten, Intensivbetten braucht, wird es wieder aufgebaut. Deshalb haben wir über 10.400 Betten, die wir in kürzester Zeit innerhalb von einer Woche in ganz Deutschland aktivieren können. Also wir haben roundabout 22.000 belegte Intensivbetten und wir haben freie und Notfallbetten etwa 15.000. Das heißt, weit und breit haben wir überhaupt kein Problem mit Intensivbetten. So, Corona ist tödlich. Stimmt, das kann passieren und das ist leider der Fall und jeder einzelne Mensch, der stirbt, ist natürlich ein Toter zu viel. Aber die Frage ist immer wieder in der Diskussion, wie tödlich ist denn Corona und wie tödlich ist eine Corona-Infektion? Joe Biden wurde jetzt neu nicht nur gewählt, sondern mittlerweile auch als Präsident vereidigt. Und bei seiner Feier, da gibt es eine große Feier in Amerika, bei seiner Feier hat er gleich als eine der ersten Maßnahmen danach umgesetzt, ein paar Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel eine nationale Maskenpflicht an vielen öffentlichen Orten für 100 Tage. Und jetzt schaut euch mal an, ich habe das aufgenommen mit dem Handy, vielleicht ist die Qualität nicht so gut. Schaut euch mal an, unmittelbar nach seiner Vereidigung, dort an diesem Platz in Washington am Kapitol, wie Joe Biden und andere US-Präsidenten, ehemalige und Angehörige sich gefreut haben. Ja, Joe Biden scheint sich also nicht so viel Gedanken zu machen, dass er im hohen Alter von 78 Jahren durch eine Corona-Infizierung sterben könnte, auch die anderen Präsidenten nicht, sondern er wird fröhlich geschüttelt und gekuschelt. Darum hat jetzt Joe Biden bei mir einen neuen Spitznamen, nämlich Joe der Kuschler Biden. Ja, am 14. Januar gab es auch eine interessante Meldung und zwar in Rosenheim. In Rosenheim, da gab es nämlich eine Pressekonferenz der Nachfolger der scheidenden Polizeivizepräsidentin Oberbayern Süd. Und dann waren die Journalisten dabei und die Pressekonferenz war fertig. Und als die Pressekonferenz fertig war und die Journalisten gingen alle raus, kam dann eine Catering-Firma und brachte Essen vom Feinsten. Als dann einer Polizistin auffiel, dass eine Journalistin den Raum noch gar nicht verlassen hatte, wurden dann schnell Sichtschütze aufgebaut. So, wie sich herausgestellt hatte, war unter anderem auch dabei Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und weitere hochrangige Beamte. Und dann wurde nachgefragt, was ist denn da für ein Catering gekommen? Da hat es dann geheißen, ich zitiere, laut Polizeiaussage war es eine Dienstbesprechung des Innenministeriums und aufgrund der Mittagszeit und des Hungers, den diese hochrangigen Persönlichkeiten hatten, habe man dann Verpflegung für diese circa 10 Personen angeboten. Also
Auch da haben wir wieder mal, wir sind nicht Gleiche unter Gleichen, sondern Politiker sind immer ein bisschen gleicher. Was ist richtig, was ist falsch, das ist sowieso eine sehr schwierige Geschichte. Ich habe vorhin gesagt, die Mächtigen sind mittlerweile die Politiker, die von vielen Medien noch dabei bei ihrer Meinung unterstützt werden. Und was mir aufgefallen ist, es gibt eben seit ungefähr einem Jahr kaum noch kritische Medien in der Corona-Problematik. Es gibt auch keine Diskussion mehr, weil normalerweise ist eine Diskussion mit kontroversen Meinungen die Grundlage jeder seriösen Wissenschaft. Heute in der Corona-Problematik ist jede Diskussion über die Maßnahmen der Regierung verpönt. Wer Fragen stellt oder gar die Maßnahmen der Regierung in Frage stellt, ist dann wahlweise ein Corona-Leugner, ein Corona-Verharmloser, ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechtsradikaler, ein AfDler, ein Naziger, ein Antisemit, so hat es zumindest Markus Söder mal rausgelassen, und ganz neu, auch wieder ein schöner Spruch von unserem Markus Söder, wir sind dann RAF-Terroristen. Also nochmal, ich persönlich betrachte mich einfach als normalen Menschen, der einfach Zahlen, Daten, Fakten, Aussagen und Maßnahmen sich einfach mal anschaut und Fragen stellt. Und wenn ich keine Antworten bekomme, dann werde ich diese Fragen dann eben auch diskutieren wollen. Aber das ist mittlerweile in Deutschland verboten. Professor Dr. Hendrik Schreck, das ist der, der die Heinsberg-Studie im ersten Lockdown in der ersten Welle März und April anfertigte, ist er nicht immer mit allem einverstanden, was die Regierung so macht. So zum Beispiel Aussage am 13. Januar bei der Zeitschrift Welt.de, Aussage, die britische Virusmutation ist laut Professor Hendrik Schreck kein Grund zur Panik. Außerdem hat er den Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern kritisiert, hat gesagt, das ist kein wissenschaftlicher Grenzwert, es ist lediglich ein von der Politik definierter Grenzwert. So, das war am 13. Januar. Dann haben wir am 24. Januar in der FAZ eine weitere Aussage von Professor Dr. Hendrik Streeck, weil was ist passiert? Er hat dann gesagt, wer falschen Corona-Ansatz äußert, jetzt ist die Frage, was ist falsch? Wer einen falschen Corona-Ansatz äußert, wird diffamiert. In diesem Interview mit der FAZ hat der Bonner Virologe Hendrik Streeck vor einer einseitigen und ideologischen Diskussion in der Corona-Krise gewarnt. Einer der Anlässe dafür war, Achtung, dass eine Spiegel-Reporterin ihn im Gespräch mit seinem Berliner Kollegen Christian Drosten als schlimmer als die Corona-Leugner bezeichnet hat. Ja, bei all den Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat und die nicht mal diskutiert, geschweige denn in Frage gestellt werden dürfen, ist ja interessant, was sagen denn die Zahlen neben der Auslastung der Intensivbetten, was sagen denn die Zahlen der Todesfälle? Und eine interessante Statistik, die ich hier von Our World in Data mir geholt habe, auch da der Link zur Quelle natürlich in der Beschreibung, und zwar: Die Anzahl der absoluten Toten ist ja vollkommen nichtssagend. Wenn also in Island mit kaum Einwohnern es 1000 Tote gibt, kann das möglicherweise ein viel schlimmerer Fall sein als 400.000 Tote in den USA mit 340 Millionen Einwohnern. Also hat man eine neue Vergleichszahl ins Leben gesetzt auf diesem Statistikportal, nämlich die Toten, die Corona-positiv getestet wurden, pro 1 Million Einwohner. Weil das lässt sich jetzt schön von Land zu Land vergleichen. Ja, an der Spitze steht England mit 15 Toten pro 1 Million Einwohner. Danach kommt dann gleich Deutschland, trotz der mit härtesten Lockdown und längsten Lockdown-Maßnahmen der Welt. Danach kommt dann die USA, also mit 10 Toten pro 1 Million, die USA, die viel gescholtene USA, bei denen Trump ja der Massenmörder war, weil er Corona nicht ernst genommen hat, angeblich laut Deutschland, 9 Tote pro 1 Million, Italien, man erinnert sich, erste Welle, Bergamo, wir haben immer noch die Bilder im Kopf, 8 Tote pro 1 Million, Frankreich, 6 Tote pro 1 Million, Brasilien, was als eines der schlimmsten Länder der Welt gibt. Warum? Weil dort die Menschen kaum Maßnahmen ergreifen. Also wenn man an der Copacabana, am Ipanema-Strand sich umschaut, der ist knallvoll, keiner trägt eine Maske, eng auf eng, die Leute feiern, sie trinken, sie spielen zusammen.
Dort liegt die Todeszahl pro 1 Million Einwohner bei 4,5. Und das bei den oft beengten Wohnungsgegebenheiten in den Favelas und in vielen Großstädten von Brasilien. Also Brasilien liegt mehr als 55% unterhalb von Deutschland. Und Spanien liegt bei 3. Also das sagen die Zahlen. Ich habe noch einen Artikel von Spiegel und veröffentlicht auf spiegel.de. Eine Kolumne von Franziska Augstein. Franziska Augstein ist die Tochter des Spiegelgründers Rudolf Augstein. Und ich glaube, Rudolf Augstein würde sich bei der momentanen Berichterstattung auch des Spiegels zur Corona-Problematik, zu den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, ich glaube, er würde sich im Grab herumdrehen. Umso bemerkenswerter ist diese Kolumne bei spiegel.de von Mitte Januar, 14. Januar. Und zwar, sie sagt, sie fängt damit an, die Feindschaft zwischen Katholiken und Protestanten im 17. Jahrhundert war Anlass des 30-jährigen Krieges. Damals war es so, es genügte, dass jemand der falschen Religion angehörte und die Person war unten durch, sie war verpönt. Etwas ähnlich Bizarres passiert dieser Tage. Sage mir, wie du zu dem Virus stehst und ich sage dir, ob ich dich noch mögen kann. Sie schreibt hier, dass in Bezug auf das Wissen der Coronaviren die Wissenschaft immer noch hinterherhinkt. Sie schreibt hier, dass da jemand kam wie Christian Drosten von der Berliner Charité, der Politik gerade recht kam. Er stand Mitte Januar, Mitte Februar 2020 auf der Matte und er hatte eine Linie, die er bis heute durchzieht. Es ist schlimm, es wird schlimmer und es wird noch viel, viel schlimmer. Während dieser gesamten Corona-Zeit hat die Bundesregierung die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte wie Versammlungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Wahl des freien Aufenthaltsortes, Kontakte und so weiter konsequent eingeschränkt und schließlich sogar komplett verboten. Das Ganze über die Köpfe der Abgeordneten im Bundestag hinweg und kein Mensch, kaum einer in Deutschland, in der Öffentlichkeit geht dagegen an. Im Gegenteil, es wird das Ganze noch applaudiert. Und die Frage ist, wie das möglich ist, wie kann ausgerechnet in Deutschland, das mit Diktaturen schlimme Erfahrungen gemacht hat, so etwas passieren? Und sie schreibt, es ist unsere obrigkeitsstaatliche Tradition, die sich hier offenbart, zu meinen, der Staat sei etwas anderes, eine höhere, eine natürliche Autorität. Macht es gut, bleibt gesund, euer Jürgen Höller, bis zum nächsten Mal.